Die München auf dem Sprung nach Prag zum Supercup-Finale. Bayern gegen Chelsea oder Guardiola gegen Mourinho. Der stänkerte bereits, dass der FC Bayern mit Jupp Heynckes das beste Team Europas war. Er sei sich aber nicht mehr sicher, ob der Trippelsieger jetzt immer noch so gut ist. Eine Aussage, die Uli Hoeneß innerlich zum Kochen brachte. Ich glaube schon, dass es da ums Prestige geht. Vor allen Dingen, weil Mourinho ja im Vorfeld wieder mal einige unqualifizierte Kommentare abgegeben hat. Und deshalb denke ich, dass unser Trainer ziemlich heiß auf das Spiel ist. Für Hoeneß steht der Sieger des Duells schon fest. Wir haben uns nicht um Mourinho bemüht, sondern um Guardiola. Franck Ribéry fehlte übrigens beim Abflug. Der ist in Monaco bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres. Ich drücke ihm extrem die Daumen. Ich hoffe auch, dass es gewinnt. Aber bin nicht so sicher, ob da nicht bestimmte Kräfte wieder mal gegen die Deutschen arbeiten. Der Präsident glaubt an eine mögliche Verschwörung. Denn für Hoeneß gibt es eigentlich keinen besseren. Weil er einfach im Moment der überragende Spieler in Europa ist. Er hat mit dem FC Bayern alle wichtigen Titel in der letzten Saison gewonnen und mit allem Respekt vor Ronaldo und Messi, sie haben letztes Jahr nichts gewonnen. Lange hatte man von Bayerns Präsidenten nichts gehört. Seine Worte vor dem Supercup-Finale zeigen, dass die Abteilung Attacke noch nicht geschlossen hat.